Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast Nummer 124 von Dienstag, dem 3. September 2024 im Podcastkanal von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. In diesem Podcast, der normalerweise jeden Dienstag erscheint, geht es um Modeling und NLP. Der Podcast erscheint auf www.ralfstumpf.de/podcast, auf Spotify, auf Apple Podcasts und auf YouTube, wo man auch kommentieren kann. Und wenn du immer vom Podcast aktuell erfahren willst, wenn eine neue raus ist, dann abonniere einfach meinen Newsletter unter www.ralfstumpf.de/newsletter. Da gibt es auch immer am Samstag einen anspruchsvollen NLP-Essay ins Postfach. Heute geht's wahrscheinlich, möglicherweise, um Zweifel. Dies ist ein Zweifel-Podcast. Ist ein witziges Thema, wa? Ich habe mir ja vor einiger Zeit, genauer gesagt Ende Juli, ein neues Konzept überlegt für diese Podcasts und habe mir dazu eine lange Reihe von Worten gemacht, eine ABC-Liste von Triggerworten, emotionalen Worten, vielversprechenden Worten. Habe die zufällig sortiert und nehme seitdem jede Woche ein Wort als Überschrift für so einen Podcast und assoziiere, meditiere, denke mit dir darüber nach, was dieses Wort mit Modeling und NLP zu tun hat. Und was ich dabei so erstaunlich finde, ist, dass sich Muster ergeben. Also das erste war Ehrlichkeit, okay, Erkenntnisbereich, aber dann kam die Reihe Vereinigung, Verbindung und Kraft. Und das ist Beziehungsbereich, Erkenntnisbereich, Beziehungsbereich, Erkenntnisbereich und Handlungsbereich, die Vereinigung, Verbindung und Kraft. Und jetzt sind wir in der zweiten Triade. Das war letzte Woche Ordnung, heute ist Zweifel und nächste Woche kommt dann Verführung. Und lustigerweise geht es dadurch wieder die gleichen drei Bereiche rückwärts. Ordnung ist Handlungsbereich, Zweifel ist Erkenntnisbereich und Verführung nächste Woche wird dann Beziehungsbereich. Und das finde ich witzig, dass sich in so einer zufälligen Reihenfolge von Worten dann doch solche Muster ergeben. Ich habe mir die Liste, wie gesagt, sortiert und habe sie für die nächsten Dienstage schon zurechtgelegt. Danach ist das Muster unterbrochen, dann verlassen wir die Psychografie-Triade. Aber diesmal ist es doch schön, dass wir einmal hin und einmal zurück. Und vielleicht wunderst du dich jetzt schon, was meint denn der Ralf mit Zweifel und Erkenntnisbereich? Und das genau ist der Kern des heutigen Podcasts. Also wozu ich dich heute einladen will, ist den Zweifel als eine der wichtigsten Ressourcen im Erkenntnisbereich zu erkennen. Und damit, weil NLP die Methode des Erkenntnisbereichs ist, auch als eine der wichtigsten Ressourcen im NLP. Aber vielleicht fast noch wichtiger, mein Tipp ist, lass es mit dem Zweifel im Handlungsbereich und im Beziehungsbereich. Denn im Erkenntnisbereich ist der Zweifel eine große Ressource. Im Handlungs- und Beziehungsbereich wird er dein Leben wahrscheinlich nicht wirklich zum Positiven beeinflussen. Und ich hoffe, das erstaunt dich und macht dich neugierig, sodass ich das jetzt in aller Ruhe erklären kann. Zum Thema, warum Zweifel unbedingt zum Erkenntnisbereich gehört. Du kennst bestimmt René Descartes mit seinem berühmten Satz Cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich. Der ist ja wirklich sehr bekannt, der Satz und der Mann. Was viele nicht wissen und was ich auch sehr erstaunlich fand, irgendwann zu erfahren, war, was Descartes vor diesem Satz geschrieben hat. Also vielleicht kennst du die Hintergrundgeschichte. Descartes saß da also irgendwie beim Philosophieren, wie auch immer, und hat sich überlegt, kann er eigentlich in irgendeiner Art beweisen, dass er selber existiert? Also die Frage hat er sich gestellt, bevor er Matrix geguckt hat. Das ist schon erstaunlich. Und er fand es schwierig. Er fand es sehr schwierig. Und hat da also rumgerätselt und alle möglichen Theorien probiert und wieder verworfen. Und irgendwann hat er sich überlegt, Moment,
Also ich zweifle jetzt hier an allen möglichen Sachen rum und stell fest, ich kann mich nicht wirklich selbst beweisen, aber da gibt es doch diesen Zweifel und es muss doch also auch dann irgendjemanden geben, der zweifelt. Es kann doch nicht einfach so von selber zweifeln. Und drum schrieb er den Satz: Ich zweifle, also bin ich dubito ergo sum. Dann dachte er sich, naja, zweifeln ist denken und schrieb: Cogito, ergo sum. Ich denke, also bin ich. Und jetzt wunderst du dich vielleicht, wie zweifeln ist denken. Und ja, das ist der Kern dieses Podcasts. Und dafür gehen wir ins Psychografie-Dreieck, wo es ja die drei Bereiche gibt: den Beziehungsbereich, den Erkenntnisbereich und den Handlungsbereich. Jetzt sage ich es richtig. Und jeder von diesen drei Bereichen hat eben einen Hauptwert. Den könnte man benennen, wobei jede Benennung ist eher eine Näherung, weil es ein bisschen davon abhängt, ja, wie du entwickelt bist, wie du das Ganze abbildest. Aber sagen wir mal so ganz grob, im Beziehungsbereich geht es um Liebe und Einswerdung, im Erkenntnisbereich geht es um Wahrheit und Erkenntnis und im Handlungsbereich geht es um Erfolg und Ordnung. Das sind die drei Ziele, was man in diesen Bereichen will. Und wenn du dich mit der Psychografie ein bisschen auskennst, weißt du ja, dass jeder Typ, also jeder Mensch ist auf einen Bereich spezialisiert und nach dem heißt er, das heißt, der Mensch, der auf den Beziehungsbereich spezialisiert ist, heißt sein Beziehungstyp, der Erkenntnisbereich Spezialist Erkenntnistyp und der Handlungsbereich Spezialist Handlungstyp. Und jeder von diesen drei Typen guckt auf den nächsten Bereich im Uhrzeigersinn und will dahin. Und das ist eben das Wichtigste, darum heißt der auch Entwicklungsbereich. Und demnach hat Dietmar Friedmann, der Begründer des Modells, gesagt, dass halt der Beziehungstyp ein erkenntnisgeleitetes Wertesystem hat, weil er halt Erkenntnis will. Der Erkenntnistyp hat ein erfolgsgeleitetes Wertesystem, weil der eben Erfolg will. Und der Handlungstyp hat ein Sympathie- oder beziehungsgeleitetes Wertesystem, weil der halt in diesem Bereich will. Jetzt könnte man sich ja fragen, ja, Leute, warum geht ihr denn nicht einfach los? Warum stürmt ihr nicht einfach drauf los und entwickelt euch in diesem Bereich? Und da kommt halt das Schöne und Schreckliche gleichzeitig, weil sonst wäre die Geschichte langweilig, dass das, was wir am meisten wollen, ist auch gleichzeitig das, was wir am meisten fürchten. Oder andersrum gesagt, in jedem von diesen drei Bereichen, also wenn es um Beziehung, um Wahrheit und um Erfolg geht, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass es nicht klappt. Und das ist schlimm. Die Frage ist nur, wie schlimm es ist. Und für den Typ, der dorthin will, der sich dahin entwickeln will, ist es sehr schlimm. Also so richtig ganz dolle schlimm, so richtig fürchterlich schlimm. Und so als schnelle Möglichkeit, um herauszufinden, was ist jemand für ein Typ, empfehle ich ja die Methode mit Komplimenten und Beleidigungen. Weil die meisten Leute auf Komplimente und Beleidigungen in ihrem Entwicklungsbereich am stärksten reagieren. Das heißt, mit anderen Worten, sag einem Beziehungstyp, er wäre unsympathisch, dann guckt er dich fragend an, weil das ist ungefähr so, wie wenn du einem, was weiß ich, Affen sagst, er kann nicht klettern. Also es gibt einfach überhaupt keinen Sinn für den. Aber sage einem Beziehungstypen, er ist nicht die hellste Kerze auf der Torte, er hätte halt schon oft Pech beim Denken, dann wird's heikel. Oder sag einem Erkenntnistypen, er ist ein Loser. Oder sag einem Handlungstypen, er ist unsympathisch. Das trifft. Das heißt, die größte Angst, die wir normalerweise haben, ist die, wenn es im Entwicklungsbereich schief geht. Und darum müssen wir uns jetzt angucken, die drei Varianten, wenn es eben schief geht. Und im Beziehungsbereich, da geht es ja um Liebe und Vereinigung. Und wenn es da schief geht, haben wir Trennung und Ablehnung im Erkenntnisbereich geht es um Wahrheit und Erkenntnis. Und wenn das schief geht, ist es Irrtum, Täuschung oder wenn es ganz schief geht, ist es der Wahn. Und im Handlungsbereich ist es der Erfolg und wenn es schief geht, ist es das Scheitern. Und das ist sehr spannend, wenn du, da will ich jetzt gar nicht so tief reingehen, aber ich gebe dir das als Idee, wenn du jetzt jemanden fragst: Was ist dir denn wichtiger, Erfolg zu haben oder Scheitern zu vermeiden? Also jetzt auf NLP gesagt, du spielst den Appetenzwert eines Bereichs, das ist in dem Fall Erfolg, Appetenz klingt wie Appetit, da will man hin, gegen den Aversionswert, also davon will man weg.
Und der Appetenzwert ist Erfolg, der Aversionswert ist Scheitern im Handlungsbereich. Dann wirst du merken, dass der Handlungstyp sagt, was kümmert mich das Scheitern? Und dann kommt gern so ein Satz wie hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Weil ich scheitere mich quasi zum Erfolg so vorwärts durch, sagt dann der Handlungstyp, während der Erkenntnistyp dann möglicherweise zugibt, und du, ich habe so Angst vorm Scheitern, ich habe so Angst davor, ein Loser zu sein, dass ich dafür lieber auf den Erfolg verzichte. Das heißt, für den, der in dem Bereich zu Hause ist, zählt der Appetenzwert mehr als der Aversionswert. Und für den, der in diesen Bereich hinein möchte, ist es leider Gottes oft so, dass der Aversionswert gewichtiger ist als der Appetenzwert. Das heißt, so sehr sich der Handlungstyp eine Beziehung wünscht, ist doch oft seine Angst vor Ablehnung noch größer. Und genauso beim Beziehungstypen, so sehr sich der Beziehungstyp die Erkenntnis und Wahrheit wünscht, ist doch die Angst, sich zu irren, sich zu täuschen und irgendeinen Quatsch zu erzählen, der einfach nicht stimmt, oft so groß, so viel größer, dass er dann lieber nicht in den Bereich der Wahrheit hinein versucht zu gehen. Ja, doofe Sache, ne? Und du wartest mit Recht auf die Lösung und die kommt jetzt. Weil es gibt für jeden dieser drei Bereiche nämlich noch einen Zaubertrick. Und der Zaubertrick besteht darin, dass wenn es schief geht, also wenn es schief geht, dann passiert das, was du nicht willst. Es gibt aber in jedem Bereich noch ein absichtsvolles Schiefgehen. Also wenn du in gewisser Weise provozierst, das, wovor du eigentlich Angst haben solltest, aber in dem Fall einfach keine Lust davor hast, Angst zu haben. Und das ist jetzt, ich mache es spannend und ende mit dem Erkenntnisbereich, das ist jetzt im Handlungsbereich das Experiment. Das heißt, wenn es klappt, hast du Erfolg. Wenn es schief geht, scheiterst du. Wenn du es absichtlich drauf anlegst, dann machst du ein Experiment, weil Experiment heißt, dass das Scheitern für dich genauso in Ordnung ist wie der Erfolg, weil du hast was gelernt und weißt, wie es besser geht. Im Beziehungsbereich ist das beste Wort, was ich bisher gefunden habe, der Flirt. Weil Flirt ist ja dieses Spiel aus Nähe und Distanz, aus Necken, aus manchmal ein bisschen Stupsen, dann wieder sehr ganz freundlich. Also dieses Spiel mit manchmal auch einer kleinen Grenzüberschreitung und dann wieder sehr versöhnlich. Und im Erkenntnisbereich, du ahnst bereits, was jetzt kommt, ist das Erwünschte, Wahrheit und Erkenntnis. Das, was man fürchtet, vor allem als Beziehungstyp, ist Täuschung und Irrtum. Und das bewusste Werkzeug, um da weiterzukommen, ist der Zweifel. Da haben wir ihn. Das heißt, Zweifel ist, so komisch es klingt, der Weg zur Wahrheit. Genauso wie Experimente der Weg zum Erfolg sind und Flirt der Weg zu einer Beziehung. Und drum sind es zwei Tipps, die ich dir geben möchte. Der Tipp Nummer eins ist, wenn du im Erkenntnisbereich weiterkommen willst, also auf dem Weg zur Erkenntnis und Wahrheit, dann zweifle, was das Zeug hält. Und Tipp Nummer zwei, lass es mit dem Zweifeln im Handlungs- und Beziehungsbereich. Warum? Ganz einfach, weil Zweifeln bedeutet ja, oder andersrum gesagt, woran zweifle ich denn? Also, damit so etwas wie Zweifel überhaupt Sinn hat, muss es ja eine Wahrheit geben. Denn wenn es keine Wahrheit gäbe, könnte ich ja auch nicht zweifeln. Und wie soll ich also jetzt genau genommen im Handlungsbereich zweifeln? Also, nehmen wir an, ich will was tun, ich will irgendeine Unternehmung machen und ich rede mir ein, ja, ich habe schon meine Zweifel, ob das klappt. Dann wäre da auch der Glaubenssatz mit drin, es gäbe eine Wahrheit oder besser gesagt, ich könnte sicher wissen, erkennen, bevor ich es tue, ob es klappt. Und da sagt ja jeder Handlungstyp, das ist Quatsch, das kannst du nicht vorher wissen, weil ja, du weißt nicht, was passiert. Also es kommt immer irgendwie unerwartet. Also es hat einfach überhaupt keinen Sinn, es ist denkunlogisch, sage ich dir jetzt aus dem Erkenntnisbereich, wenn du eine Handlung, bevor du sie tust, bezweifelst. Also du kannst es machen, aber das Einzige, was du damit machen wirst, ist, dass du dich blockierst, weil du dich auf die Art, nämlich in den Erkenntnisbereich wieder zurückziehst, ankerst, wie auch immer. Und von daher
wäre mein Tipp, dass wenn du etwas tun willst, dann tu's. Aber lass es mit den Zweifeln. Und besser als Zweifeln wäre, dass du eben ein Experiment machst. Neugierde klappt in allen drei Bereichen. Also Neugierde ist sowieso der Zaubertrank, der im Beziehungsbereich, im Handlungsbereich und im Erkenntnisbereich funktioniert. Das heißt, du kannst ein neugieriges Experiment machen und sagen, ja, da bin ich ja mal gespannt, was passieren wird, wenn ich das mache. Und dann machst du es und dann passiert was. Und das, was passiert, ist irgendwo zwischen Erfolg und völliger Katastrophe, aber in jedem Fall hast du was gelernt hinterher und machst das nächste Mal besser. Aber was sollst du zweifeln? Du musst nicht zweifeln, weil egal was du machst, es wird irgendwas passieren. Das ist sicher. Und aus dem, was passiert, kannst du was lernen. Das ist auch sicher. Und dann kannst du es ziemlich sicher nochmal machen und wahrscheinlich kannst du es besser machen. Und so, ich würde nicht sagen, scheiterst du dich zum Erfolg, experimentierst du dich zum Erfolg. Also von daher, Tipp Nummer 1, lass das mit dem Zweifeln im Handlungsbereich. Noch schlimmer ist es, wenn du anfängst, im Beziehungsbereich zu zweifeln. Liebt er mich wirklich? Liebt sie mich wirklich? Oh, wenn ich mir da nur sicher sein könnte. Wenn ich es nur wirklich, wirklich wahr wüsste, ob er sie es mich liebt. Wenn du dich bei solchen Gedanken mal irgendwann ertappt hast, dann müsstest du eigentlich auch die Erfahrung gemacht haben, dass das, sorry, wenn ich das so offen sage, ziemlich beknackte Gedanken sind, die im Grunde eine Beziehung ziemlich sicher kaputt machen. Weil genauso wenig, wie es sich lohnt, das ist ein Tipp von Dietmar Friedmann, dass du mit Handlungsenergie und Handlungstools in eine Beziehung gehst, zum Beispiel indem du dir klare Ziele setzt für die private Beziehung, vielleicht eine PowerPoint-Präsentation vorbereitest, To-Dos vereinbarst und Zielvereinbarungen mit Bonuszusagen, soweit in der Richtung, weil ich meine, es ist eine Beziehung und kein Business. Genauso Quatsch ist es, wenn du mit Erkenntnisenergie in die Beziehung gehst, weil es ist ja nun gerade das Charakteristikum des Beziehungsbereichs, dass es Fuzzy Logic, also Chaoslogik, Wuschellogik ist und du einfach nicht weißt, was passiert, weil sich die Welt in jedem Augenblick komplett ändern kann, weil es gegenwärtig ist, weil es nicht wirklich Zukunft und Vergangenheit gibt in dem Bereich, weil du go with the flow mit dem arbeiten musst, umgehen musst, dich darauf beziehen musst, was jetzt gerade ist. Und von daher, was sollst du zweifeln? Also ich war bei Marshall Rosenberg im Seminar und er meinte so schön, wenn seine Frau Valentina ihn fragt, lieber Marshall, liebst du mich? Dass er dann manchmal, weil er ja auch die Wahrheit sagen möchte, manchmal in sich geht und sagt, also wenn ich jetzt da so genau in mich reinfühle, ob ich dich liebe, dann jetzt gerade nicht, aber frag noch mal in 3 Minuten. Und er meinte lachend, sie findet das nicht immer lustig. Sie saß daneben und guckte auch entsprechend, dass sie es wirklich nicht lustig findet. Aber im Grunde hat er recht, weil Gefühle, Emotionen sind halt einfach sehr beweglich und sehr vergänglich. Und du weißt, dass es kann sein, dass du irgendjemanden in einem Augenblick liebst und im nächsten Augenblick, ja, ist das ein anderes Gefühl plötzlich. Und von daher, was soll das mit dem Zweifel im Beziehungsbereich? Du hast sowieso keine Sicherheit. Also lass dich auf den Flirt ein, lass dich auf das Spiel ein, lass dich auf den Tanz ein mit dem, was da ist. Aber zweifle nicht. Und von daher, Zweifel ist eine riesengroße Ressource im Erkenntnisbereich. Und Erkenntnisbereich ist der Bereich, in dem NLP vor allem arbeitet. Und von daher ist Zweifel eine riesengroße Ressource im NLP. Und dafür möchte ich dir jetzt noch ein ganz wichtiges Beispiel geben, wo man im NLP den Zweifel einsetzt, nämlich in der Glaubenssatzarbeit. Bei Glaubenssätzen ist es ja so, also erstmal das Wort ist nicht so günstig. Ich habe mir von Tony Robbins übernommen, besser von Überzeugungen zu reden oder vielleicht noch besser von Wahrheit zu reden. Denn das, was Leute bei sich selbst als Glaubenssatz bezeichnen, darüber kann man mit denen normalerweise ganz offen reden. Denn wenn die sagen, ja, das ist ein Glaubenssatz von mir, sagst du, ja, ist lustig, ich glaube das anders, sagen die, ja, ist in Ordnung, du glaubst das so, ich glaube das so. Aber wenn du von jemandem eine Überzeugung hinterfragst, zum Beispiel über bestimmte politische Parteien, also angeblich sind die, die bei den Enden des Spektrums sind, sind die Grünen und die AfD, und wenn du da irgendjemandem, der einer von diesen beiden Parteien nahesteht, erklärst, dass er die Welt völlig falsch sieht und vielleicht irgendwie ein Depp ist und sowas in der Richtung,
Richtung. Viel Vergnügen damit zu versuchen, die Person da von etwas anderem zu überzeugen. Und da wirst du auch nicht weiterkommen. Du sagst, ja, das glaubst du, weil das glaubt er nicht, das weiß der. Das ist eine Überzeugung. Und wenn du noch einen Schritt weiter gehst, dann ist es eine Wahrheit. Und wenn du bei jemandem versuchst, eine Wahrheit anzugreifen, dann wird es ganz schwierig. Dann ist es nämlich für diese Person verrückt. Und es gibt auch ein, wie ich finde, wichtiges Experiment, was eigentlich jeder Mensch, der mit Glaubenssätzen, Überzeugungen und Wahrheiten arbeitet, wissen sollte. Das wurde vor vielen Jahren in den USA gemacht, also vor vielen Jahren heißt vor der Corona-Geschichte. Da hatte man Leute genommen, die eher skeptisch gegenüber dem Impfen eingestellt waren, also tendenziell Impfgegner. Und man hat dann mit irgendwelchen Skalen gemessen, wie sehr die gegen das Impfen waren. Dann bekamen die eine halbe Stunde Video zu sehen, wo sie in sehr nachvollziehbarer Art, logisch, wissenschaftlich fundiert Fakten präsentiert bekommen haben, die für das Impfen sprechen und warum Impfen an sich eine gute Idee ist. Und dann wurde wieder gemessen und dann waren die noch mehr gegen das Impfen. Und das war erstaunlich. Und seitdem wissen wir also wissenschaftlich begründet, Verrückten soll man niemals widersprechen. Weil, wobei ich nicht sage, dass Impfgegner Verrückte sind, weil, wenn du was glaubst, wenn du von was überzeugt bist, wenn etwas für dich wahr ist und jemand kommt und sagt, das stimmt nicht, dann aktiviert das in dir normalerweise Widerstand, weil du weißt das ja. Und Wahrheiten sind nah am Selbst, daraus braucht man ja auch die Identität und sowas lässt man sich nicht angreifen. Das heißt, so komisch das klingt, die sicherste Methode, einen Glaubenssatz zu stärken, ist ihm zu widersprechen. Und drum machen wir es im NLP anders. Wir machen es mit Zweifel. Denn Zweifel ist das, was Glaubenssätze ja überhaupt nicht vertragen. Vielleicht kennst du Byron Katie, die ja eine ganze Methode darauf aufgebaut hat, Glaubenssätze zu verändern. Und der entscheidende Satz in ihrer Methode ist die Frage: Ist das wirklich wahr? Das ist cool, weil, das wirst du auch merken, wenn du ins Selbstcoaching gehst oder mit jemand anderem in einer sehr sicheren Atmosphäre ein sehr offenes Gespräch führst. Wenn jemand irgendwas glaubt über sich oder jemand anderen oder die Welt und du die Person fragst, woher weißt du das eigentlich? Woher weißt du das? Dann wirst du merken, dass die allermeisten Menschen, die allermeisten Überzeugungen nicht wirklich begründen können. Und dass sie vor allem, wenn du zwei, dreimal nachfragst, total ins Schwimmen kommen. Und du brauchst eine sehr sichere, ressourcevolle Atmosphäre, sonst werden die Leute patzig und fangen an, sich zu verteidigen. Aber gerade wenn du im Selbstcoaching bist, ist das sehr spannend, deinem Glaubenssatz mal so wirklich zu versuchen, auf die Schliche zu kommen, dass du dich fragst, woher genau weiß ich das eigentlich? Und ist das wirklich belegen, Indizien, Beweis für diesen Glaubenssatz. Oft kommt dann so eine anekdotische Evidenz. Ja, ich habe das, also ich habe es im Coaching früher oft erlebt, dass Leute meinen, habe ich tausendmal erlebt. Man, ja, haben sie tausendmal erlebt, dann zählen sie doch mal auf, die 10, 20 Mal vielleicht. Und meine Erfahrung ist, wenn jemand sagt, habe ich tausendmal erlebt, und du bittest um konkrete Belege für solche Erlebnisse, den meisten Leuten fallen 3, 4, 5 konkrete Belege dafür ein, dass es so ist. Und dann habe ich oft gefragt im Coaching, ja, also jetzt haben Sie 5 Momente aufgezählt, wo das so war, wie es immer ist, aber es gab doch möglicherweise auch seltene, krasse Ausnahmen davon. Dann stimmt fast jeder zu, ja, es gab ab und zu mal seltene, krasse Ausnahmen. Ja, wie viel täten Ihnen denn da einfallen? Und dann ist ganz witzig, dass den Leuten da oft dann 3, 4, manchmal sogar 5 krasse Ausnahmen einfallen. Und dann sagt man, das ist aber jetzt komisch. Also dafür, dass es so ist, wie es immer so ist, weil es ist halt so, da sind Ihnen jetzt 5 Belege eingefallen. Und für die krassen Ausnahmen, wie es eigentlich nicht ist, aber da war es halt zufällig mal so, sind Ihnen 5 Belege eingefallen. Ja, das ist jetzt schon verwirrend, oder? Und dann ist es so schön zu beobachten, was bei den Leuten passiert. Also manche gucken dann ganz komisch und sagen, jetzt haben sie mich aber total verwirrt. Dann sagt man, Entschuldigung, das wollte ich eigentlich gar nicht. Und denkt sich innerlich, genau das wollte ich. Und
dann beginnt das System zu zweifeln und sich zu verändern. Ein Warnhinweis: Wenn du einen Glaubenssatz bei irgendjemandem oder eine Überzeugung oder eine Wahrheit bezweifelst, dann lockert sich das. Und dann tust du sonst nichts anderes. Dann festigt sich es hinterher wieder und zwar häufig noch ein bisschen fester als vorher. Das heißt, der Trick ist, den wir auch im NLP machen, dass wenn du einen Glaubenssatz bezweifelst, dass dann bereits ein alternativer Glaubenssatz, der an der gleichen Stelle genauso funktionieren täte, also es könnte ja auch so sein, der muss bereit liegen, sodass man sagt, ja, ist es jetzt so oder ist es so? Und jetzt hörst du schon, so oder so, das sind zwei Fälle. Das Wort Zweifel kommt nicht von den zwei Fällen, auch wenn es etymologisch allzu schön wäre. Aber es ist schon lustig, dass in dem Wort Zweifel die zwei drin ist. Und von daher, wenn du dir halt denkst, ja, es könnte jetzt so sein, es könnte aber auch so sein, oder es könnte ganz anders sein, also jetzt bin ich ja ganz verwirrt, das weiß ich überhaupt nicht mehr, dann werden deine Glaubenssätze anfangen, sich zu bewegen. So machen wir im NLP Glaubenssatzarbeit. Also im, ich sag mal, im Säurebad des Zweifels lösen sich dann die Glaubenssätze auf. Und es macht wirklich Spaß, was auch Lewis Carroll in Alice in Wonderland, wobei im zweiten Band, also Alice hinter den Spiegeln heißt er dann, vor der roten Königin in den Mund legt, die also meint, in deinem Alter, sagt sie zu Alice, habe ich bereits vor dem Frühstück drei Wahrheiten bezweifelt, so sinngemäß, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das Zitat jetzt ist. Also es macht sehr Spaß, manchmal einfach irgendeine Wahrheit zu nehmen, irgendeinen Glaubenssatz und sich zu überlegen, angenommen, es wäre nicht so, angenommen, es wäre anders. Wie wäre es denn dann, wenn es anders wäre? Ja, das ist ja spannend. Ja, so könnte es ja aber auch sein. Ja, woher weiß ich das eigentlich überhaupt? Wenn du es übertreibst, könnte sich's anfühlen, als ob du verrückt werden würdest, wobei die Erfahrung ist, es ist praktisch unmöglich, bewusst und absichtlich verrückt zu werden. Aber wenn du merkst, es wird dir zu blümmerant und schwummerig, dann mach's eben einfach nicht mehr und hör auf. Es gibt von Ray Bradbury, einem Science-Fiction-Autor, eine Geschichte mit dem schönen Namen. Ich glaube Hitchcock. Cock heißt der, ich weiß nicht mehr, wie der Held dieser Geschichte heißt. Ist eine Science-Fiction-Geschichte, wobei die ist eigentlich egal bei der Geschichte, dass die im Weltraum spielt. Da kriegst du den inneren Dialog von dem Protagonisten, der anfängt, alles zu bezweifeln und am Ende quasi dadurch im Weltraum im Nichts verschwindet, aber was ihn in dem Augenblick nicht mehr stört, weil er sich noch nicht mal mehr sicher ist, dass er selber eigentlich existiert. Das heißt, er ging einen anderen Weg als René Descartes, der aus dem Zweifel die Gewissheit genommen hat. Das ist ja irgendjemanden geben muss, der zweifelt und diesen Zweifel gerade erlebt. Also, zweifle, aber verzweifle nicht, bezweifle alles, das ist eine gute Idee. Wobei, bezweifle alles, ich weiß nicht. Also, eine Szene, die mich in meinem Leben sehr beeindruckt hat, war, als ich in einem Vortrag war von Karl Rahner, ein Jesuitenpater, der ein absolut beeindruckender Denker innerhalb der katholischen Kirche war. Und Karl Rahner hat im Grunde alles bezweifelt und keine Wahrheit unangetastet gelassen. Und ich war als junger, wie alt wäre ich da gewesen sein, 16, 17, maximal 18, als junger Mensch war ich bei dem im Vortrag und war da so quasi damals katholischer Fanboy als Kirchenmusiker. Und habe mir kein Wort sagen zu trauen natürlich, weil ich habe den Mann viel zu sehr verehrt. Aber jemand anderes hat eine Frage gestellt und hat dann gefragt, lieber Herr Rahner, Sie haben ja alles verzweifelt. Haben Sie eigentlich jemals auch bezweifelt, dass im Gottesdienst in der Wandlung aus der Oblate wirklich das Fleisch Christi wird? Und dann hat Karl Rahner herzlich gelacht und meinte, nein, das will ich nicht bezweifeln, weil darauf baut ja mein ganzer Glaube auf. Und vor allem aufgrund der nonverbalen Signale habe ich in dem Augenblick verstanden oder mir eingebildet zu verstehen, dass er damit sagen wollte, ja, selbstverständlich könnte ich das bezweifeln, wenn ich es bezweifeln wollte. Aber es ist vielleicht gut, eine zentrale Stelle, auch wenn ich es könnte, ganz bewusst und absichtlich nicht zu bezweifeln, weil dann habe ich einen festen Stand, von dem aus ich große Beweglichkeit in allen anderen Gebieten habe. Das nur so als Tipp von oberster Stelle in dem Fall. Genau, so ist das mit dem Zweifel. Jetzt will ich dir zum Ende noch einen ganz persönlichen Zweifel von mir teilen.
Und zwar geht es da um diese Podcasts. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich die Reihe jetzt etwas neu gemacht habe seit dem 30. Juli. Und von all den Sachen, die ich in die Welt schicke, also Podcast, Newsletter, Seminare, Webinare und so weiter und so fort, ist der Podcast das Werk, welches das größte Publikum findet. Mehrere tausend Leute jeden Monat hören sich diese Podcasts an. Und es ist gleichzeitig von all meinen Sachen das, worauf ich das wenigste Feedback bekomme. Das ist natürlich merkwürdig. Und drum ist es ein bisschen so wie ein Tappen im Dunkeln. Und ich habe ja jetzt, wie gesagt, was geändert. Ich habe jetzt die Länge der Podcasts unterschiedlich gemacht. Die dauern jetzt quasi zwischen 5 Minuten und 2 Stunden. Ich habe die thematisch anders aufgebaut, immer mit diesem einen zentralen Wort, um das ich dann herumfantasiere. Ich habe die Interviews rausgenommen. Ich habe auch das NLP-ABC rausgenommen. Ich habe einiges geändert an diesem Podcast und ich habe daraufhin noch fast kein Feedback bekommen. Und drum lade ich dich ein. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir irgendein beliebiges Feedback gibst, worauf auch immer, was dir gefällt, was dir nicht gefällt, worauf du gerne mehr hättest, vielleicht, wovon du gerne mehr hättest, was vielleicht deine Lieblingspodcasts bisher waren, bis hin zu irgendwelchen technischen Sachen. Mir hat neulich einer geschrieben, dass ich näher an das Mikrofon herangehen sollte. Das würde dann so klingen, aber ich finde, das ist keine gute Idee, weil nämlich man dann diese Schmatz- und Klicklaute in der Sprache so überdeutlich hört, was mich persönlich stören würde beim Podcast hören. Darum bin ich lieber ein kleines bisschen weiter weg, aber auch die Technik ist durchaus ein Thema. Mir geht es aber schon einen Tick mehr um den Inhalt. Also, wenn du mir Feedback geben willst, freue ich mich. Du kriegst mich per E-Mail am einfachsten unter info@ralf-stumpf.de. Das geht direkt an mich. Und ich freue mich, wenn du mir irgendein Feedback gibst, positiv, negativ, zweifelhaftes Feedback mit Wünschen oder Ähnlichem. Dann werde ich versuchen, das irgendwie in die nächsten Podcasts einzubauen. Nächste Woche geht, wie gesagt, dann um Verführung, Beziehungsbereich. Bin sehr gespannt, was da kommen wird. Es wird eine Meditation über den Unterschied zwischen Führung und Verführung. Und kannst ja jetzt schon mal ein bisschen anfangen zu zweifeln. Gut, das war's für heute. Zweifel ist eine große Ressource im Erkenntnisbereich und eine nicht so gute Idee im Handlungs- und Beziehungsbereich und ist das perfekte Mittel, um Glaubenssätze zu ändern. Siehst du, ich kann es in einem Satz sagen. Da fragt man sich, warum hat er jetzt eine halbe Stunde geredet? Aber vielleicht hat es dir trotzdem Freude gemacht. Ich weiß es ja nicht, da ist ja Zweifel, aber möglicherweise kannst du diesen Zweifel bei mir aufklären. Darüber würde ich mich freuen. Und von daher, mach's gut, bis nächste Woche und tschüss.